Tipps zum Holzverkauf. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, willkommen bei Wild auf Wald. Heute geht es um Holzverkauf. Hinter mir ein Fichtenholzpolter. Ich würde sagen, so ungefähr 50 Festmeter Holz werden das sein, ungefähr. Und zur Präsentation des Holzes bzw. zum Verkauf ist es sehr, sehr wichtig, auf verschmutzte Stirnflächen zu achten. Verschmutzte Stirnflächen sind insofern ein Problem, als dass der Klassifizierer im Sägewerk die Schnittfläche nicht sieht und das Risiko natürlich bei der Übernahme im Sägewerk sehr groß ist, dass sie Braunbloche kaufen. Wenn wirklich verschmutzte Bloche dabei sind, empfehle ich ganz stark, die Stirnflächen vielleicht noch abzuputzen mit der Motorsäge, vielleicht eine kleine Scheibe runterzuschneiden, dann minimiere ich dieses Risiko. Ich habe jetzt ungefähr 7-8 Stämme gereinigt. Es werden ungefähr 1,5 Festmeter sein. Wenn man jetzt 30 Euro mehr erwirtschaften kann mit dem Holz am Festmeter, dann habe ich jetzt in 5 Minuten 30 Euro verdient. Ist nicht so schlecht, glaube ich. Das kann man ruhig machen. Man sieht immer wieder braune Stellen, die fingerartig am Bloch verteilt sind. So, wo man merkt, es hat da irgendwer was hingeschmiert. Also, das kann ich dir sagen, wenn der Klassifizierer eine handförmige Dreckspur oder so eine verriebene Dreckspur sieht, dann macht er sowieso ein Braunbloch, weil dann kann man davon ausgehen, dass irgendwer was zugeschmiert hat, eine braune Stelle. Also lasst das, liefert es gescheit vor. Wenn die Ware natürlich dann nicht so ist, wie man es sich vorstellt, kann man auch nichts machen. Das ist einfach so. Gell? Also richtig arbeiten, korrekt arbeiten, dann haben wir da kein Problem. Braunbloche werden natürlich niedriger bepreist. Im Schnitt ungefähr um ein Drittel oder um 30 Euro, irgend sowas sind, aber gar nicht so uninteressant. Also bevor man wirklich jetzt viel Brennholz herunterschneidet, ist mir persönlich es lieber, ein Braunbloch zu machen. Weil da habe ich immer noch einen Erlös von ein Drittel weniger. Brennholz ist noch viel, viel, viel weniger wert. Für mich ist auch der Dreier, oder das ist 3 Meter Bloch, ein sehr interessantes, besonders wenn man Braunbloche liefern darf als Dreier. Also das ist wirklich, glaube ich, ein ganz interessantes Sortiment. Wenn er hartbraun ist, kann ich unten vielleicht beim Baum einmal einen Dreier herunterschneiden und habe einen wesentlichen geringeren Verlust, wie wenn ich da 1, 2, 3 Meter Stücke herunterschneide und das geht in die Wildhackmaschine hinein oder wird zu Brennholz verarbeitet. Also wirklich ist das nicht so vom Vorteil. Wenn ich einen Meter herunterschneide, ich habe mir das einmal ausgerechnet, und er ist dann weiß, der Baum, dann ist das ein gutes Geschäft, dann kann man das machen, dann kann man wirklich so Meterstücke machen, die man zum Brennholz gibt, für Scheitholz oder für Hackschnitzel. Wenn das mehr ist und wenn das oft vorkommt, wie hier zum Beispiel, dass wenn ein Meter runtergeschnitten ist, noch immer eine braune Stelle ist und es ist im Bestand eher üblich, dass da mehr als ein Meter herunterzuschneiden ist und die sind alle hartbraun, das heißt fest, dann ist es besser, ein Braunbloch auszuformen, dann haben wir höhere Wertschöpfung. Größere Forstbetriebe oder wenn zum Beispiel der Vorwader dieses Holz ausfährt, dann ist oft natürlich schon besser, wenn man 2 Meter Stücke herunterschneidet, gerade bei Weichbraunen, weil einfach Metertrümmer da schwer zum Fahren sind, im Rungenkorb mitzunehmen sind. Also das ist je nach Forstbetrieb unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, die Bundesforste müssen die Abschnitte mindestens 2 Meter sein. Das heißt, Hartbraune in dem Fall würde ich generell ein Braunbloch machen. Weichbraune haben natürlich so weit gesund zu schneiden, bis die Weichbraune stöwig ist. Ein Braunbloch muss mindestens die Mantelfläche einer B-Qualität aufweisen, darf aber auf einen großen Teil der Stirnfläche braune Stellen haben. Ich glaube 3/4 oder 2/3, bin mir nicht ganz sicher jetzt vom Bloch. Also ein wesentlicher Teil des Bloches
darf braun sein. Also da kann es schon ganz schön beschädigt sein, im Kern kann man das noch immer liefern. Weichbraune Stellen haben natürlich herauszuschneiden. Also bei weichbraunen Stellen, bei richtigen Löchern, da muss man was herunterschneiden und dann das Ganze ein bisschen gesünder schneiden. Und ganz wichtig bei braunen Blochen, es ist viel der Standort und das Alter des Holzes schuld an dieser Fäulnis. Gerade bei der Fichte natürlich. Da braucht es ein bisschen Erfahrung. Also wenn man wirklich, es gibt Standorte, da schneidet man 30, 40 cm vom Baum herunter und der ist blütenweiß. Natürlich wird man den tendenziell eher gesund schneiden. Umgedreht auf anderen Standorten geht der braune Stelle oft 1, 2, 3 Meter in den Baum und da ist es viel, viel besser, meines Erachtens, einen runden Braunbloche auszuformen. Habe ich sicher bessere Wertschöpfung. Ja, verschmutzte Bloche unbedingt nachputzen und dann hat man im Braunblochanteil minimiert und dann steht ein gewinnbringenden Verkauf nichts im Wege. Bis zum nächsten Mal bei Wild auf Wald. Hier noch Videos, die dich interessieren können. Hier geht es zu meiner Homepage, da findest du meine PSA, mein Werkzeug. Bis zum nächsten Mal bei Wild auf Wald.